Weit ab der üblichen Touristenpfade liegt eine Inselgruppe, umspült von den Wellen des Nordatlantik. Hier gibt es Schafe, die sich aus dem Meer ernähren. Das ist der Seetang, den die Schafe fressen. Sie leben seit 5000 Jahren hier. Und einen Steinkreis doppelt so groß wie Stonehenge. Die Orkney-Inseln waren ein Zentrum der jungsteinzeitlichen Welt. Doch auch die Zukunft ist hier zu Hause. Die Kraft der Wellen einzufangen, daran arbeiten sie hier. Und pflegen ihre Traditionen, wie den alten Leuchtturm von North Ronaldsea. Als Ende der Welt galt die Inselgruppe in der Antike. Denn die Orkney-Inseln liegen am Rande Europas, wo Atlantik und Nordsee sich treffen. Der abgelegene Archipel besteht aus rund 70 Inseln. Die meisten davon unbewohnt und nur mit dem Boot zu erreichen. Ihr Lebensgefühl haben sich die Orkadier auf die Fahnen geschrieben. Eher skandinavisch als schottisch fühlen sie sich. Bis ins 19. Jahrhundert sprach man hier Norn, eine altnordische Sprache. Auf diesen Inseln ist alles ein bisschen anders. Das gefällt Stephen Jenkinson. Er ist vor 6 Jahren aus England auf die Orkneys gezogen. In seiner Freizeit fährt er gern raus zu den Kegelrobben, die sich zu Hunderten vor seiner Haustüre eingefunden haben, um ihre Jungen zur Welt zu bringen. Auf dem Weg zu der kleinen, unbewohnten Insel Coppensay liegt seine Reuse am Meeresboden. Steve hofft auf einen guten Fang. Es gibt also Krebse zum Abendessen. Wer ein Boot hat, legt eine Reuse aus. So ist das in Orkney. Die Taschenkrebse sind eine Delikatesse. Die beiden sind zu klein, aber den hier kann man essen. In die Einsamkeit zu ziehen, war für Steve ein Wagnis. Er ist Verhaltensforscher für Tiere und hat häufig in London oder auf dem Balkan zu tun. Für das, was er hier findet, nimmt er den langen Weg gern in Kauf. Das Lebensgefühl auf den Orkneys entspannt. Hier herrscht ein anderer Rhythmus. Auf Coppensay gab es mal einen Bauernhof und einen Leuchtturmwärter. Heute ist die kleine, hügelige Insel unbewohnt. Schaut es euch nur an, diese Ruhe, der Frieden. Wenn man arbeitet und dann so um 5 Uhr nachmittags hier rausfährt auf diese Insel, wo man keiner Menschenseele begegnet, das ist wunderbar erfrischend. Wir müssen uns immer zwicken, dass wir hier leben, dass das nicht nur ein 2-wöchiger Urlaub ist. Nicht jeder hat ein Boot, aber am besten funktioniert das Inselhopping ohnehin mit dem Flugzeug. Von oben wird klar, dass jede der 70 Inseln einen eigenen Charakter hat. Karibisch anmutende Strände, saftig grüne Wiesen, schroffe Klippen. Man kann sich seine Lieblingsinsel aussuchen. Die kleine Propellermaschine wird von Touristen und Einheimischen gleichermaßen genutzt. Einen langen Aufenthalt gibt es nicht. Es gibt nur dieses eine Flugzeug, das zwischen den Inseln verkehrt. Viele kommen extra für den kürzesten Linienflug der Welt zwischen den Inseln Westray und Papa Westray. Pilot Davy Miller entschuldigt sich, dass wir heute Seitenwind haben und deshalb doppelt so lang in der Luft sein werden. 2 Minuten statt einer, wie sonst. Die Flugtickets kosten zwischen 20 und 50 Euro. Wenn man auf den kleineren Inseln übernachtet, wird es noch mal günstiger. Wir fliegen auf die abgelegenste der Orkney-Inseln, nach North Ronaldsea, ganz im Nordosten des Archipels. Hier ist Billy Muir zu Hause. Einer seiner vielen Berufe ist Schäfer. Die Weide seiner Schafe ist der Strand, bei Wind und Wetter.
Sie fressen, was dort angespült wird. Das einzige Säugetier der Welt, das ausschließlich von Seetang leben kann. Früher wurde der Seetang als Dünger und Brennstoff genutzt. Außerdem wurden Soda, Potasche und Jod daraus gewonnen. Als Kind hat Billy die großen Äste noch gesammelt, weil man ein paar Pennies dafür bekam. Doch die Zeiten sind lang vorbei. Das ist der Seetang, den die Schafe fressen. Sie mögen nicht alle Sorten. Da sind sie wie wir. Sie wollen erst mal nur das Beste. Und wenn sie das nicht kriegen können, nehmen sie, was sonst noch rumliegt. Sie sind sehr wählerisch, mögen den Seetang nur ganz frisch. An den salzigen Speisezettel mussten die Schafe sich erst gewöhnen. Und auch an den besonderen Zeitplan. Bei Ebbe fressen, bei Flut wiederkäuen. Das gibt's sonst nirgends. Vor 200 Jahren wurden die Schafe durch eine Deichmauer an den steinigen Küstenstreifen verbannt, damit sie den Rindern nicht das Gras wegfraßen. Um in dieser rauen Umgebung zu überleben, mussten die Schafe in kurzer Zeit ihren gesamten Metabolismus umstellen. Eine evolutionäre Meisterleistung. Heute könnten sie ohne den jodhaltigen Seetang gar nicht mehr überleben. Hält man sie anderswo, muss man zufüttern. Das sind sehr glückliche Schafe. Sie mögen den Seetang wirklich gern. Am liebsten die Sorte, die wir Darts nennen. Heute wurde eine ganze Menge davon angespült. Bei Ebbe gibt das Meer ein riesiges Feld von Seetang frei. So haben sie eine große Weide. Heute gelten die North Ronaldsee-Schafe als seltene, schützenswerte Rasse und dürfen sich auf der ganzen Insel wieder frei bewegen. Wie sie es vor dem Deichbau ohnehin schon Jahrtausende lang taten. Hier auf den Orkneys gehen die Uhren tatsächlich anders. Die Gezeiten und die Jahreszeiten geben den Takt an. Die Winter sind lang und dunkel. Wir sind nicht weit vom Polarkreis entfernt. Viel Zeit für gutes Essen. Das Fleisch der seetangfressenden Schafe gilt unter Gourmets als Geheimtipp. In einer Liga mit Parmaschinken, Trüffeln und Kaviar. Paul Duell hat für uns in seinem Restaurant auf der Hauptinsel eine Hammelkeule in den Ofen geschoben. Es schmeckt anders. Weil die Schafe Seetang fressen, schmeckt das Fleisch viel intensiver. Mehr wie Rind oder Wild. Einfach gehaltvoller. In die Soße kommen nur Zutaten von den Inseln. Dunkles Orkney-Bier und ein bisschen Orkney-Käse. Man schmeckt das Salz. Ob das vom Seetang kommt? Es ist jedenfalls einzigartig. Und einfach fantastisch. Und eine Rarität. Nur wenige hundert Tiere pro Jahr landen auf dem Teller. Sie werden auch erst geschlachtet, wenn sie ausgewachsen sind, also Hammel statt Lamm. Ein altertümliches Mahl, zubereitet wie im 21. Jahrhundert. Komischerweise hat man auf Orkney Schwierigkeiten, einen solchen Hammelbraten serviert zu bekommen. Nach Jahrtausenden schlechter Kochgewohnheiten lassen sich die Orkadier nicht dafür begeistern. Touristen dafür umso mehr. Es war sehr gut. Überraschenderweise hat es gar nicht so sehr nach Lamm sowieso nicht oder Schaf geschmeckt. Es war schon ein prägnanter Schafgeschmack drin auch, aber angenehm, so erdig irgendwie. Die scheuen, halbwilden Schafe mögen eine weltweite Rarität sein. Für Gavin, der hier aufgewachsen ist, sind andere Tiere trotzdem viel spannender. North Ronaldsea liegt auf einer der großen Vogelzugrouten. Am Wochenende ist der 16-Jährige gern mit dem Fernglas unterwegs. Gerade auf der Spur eines seltenen sibirischen Vogels, den es im Sturm hierher verschlagen hat. Da ist er, auf dem Zaun da. Gavins Eltern leiten eine Vogelbeobachtungsstation auf der Insel. Ich mag die Freiheit. Du kannst hier rausgehen und machen, was du willst. Es gibt so viel Platz und so viel, was man tun kann. Das hat man einfach nicht, wenn man in einer Stadt lebt.
Die Wochenenden verbringt der 16-Jährige zu Hause auf North Ronaldsee. Unter der Woche lebt er auf der Hauptinsel. Mainland heißt die, also Festland. Was Festland ist, wird eben relativ, wenn man von winzigen Inseln umgeben ist. Per Schiff dauert die Reise von der Hauptinsel nach North Ronaldsee 3,5 Stunden. Nur einmal pro Woche legt die Fähre hier am Pier an. Der einzige Lebensmittelladen der Insel ist schon seit Monaten geschlossen. Und das war mal eine Tankstelle. Jetzt gibt es Benzin nur auf Anfrage bei Billy, dem Leuchtturmwärter. Die Insel hat definitiv schon bessere Zeiten gesehen. Trotzdem sind unter den 60 Einwohnern auch junge Familien. Maureen Johnston ist mit ihrem Mann und ihren 2 Töchtern aus einem anderen Teil Schottlands hierher gezogen und musste sich an die Inselvariante des Wocheneinkaufs gewöhnen. Bestellung per Telefon in den Geschäften der Hauptinsel. Diese Woche hatte ich so viel zu tun, dass ich nicht zum Planen der Einkaufsliste kam. Und tatsächlich fehlten mir dann ein paar grundlegende Dinge, wie Milch, Brot, Seife, Zahnpasta. Ich habe meine Bestellung dann doch noch aufgeben können. Aber als die Fähre ankam, war meine Lieferung nicht dabei. Dann wurden die Sachen ausnahmsweise eingeflogen. Dramatisch die Aussicht, eine ganze Woche lang nicht die Zähne putzen, Tee trinken oder sich waschen zu können. Seit kurzem haben die Johnstons auch Nachbarn. Die McLeans sind aus Glasgow hierher gezogen mit ihren 3 Kindern. Beide Familien haben sich mit dem Umzug gegen regelmäßige Pubbesuche, Stadtbummel und Kino entschieden. Im Gegenzug bekamen sie eine Jobgarantie und Zukunftschancen für ihre Kinder. Die Gemeinde hat diese beiden Häuser gebaut, damit Familien auf die Insel kommen. Die Kinder haben hier viel Freiraum. Das Angebot war zu gut, um es abzulehnen. Ich hätte bereut, wenn wir es nicht angenommen hätten. Es war einfach eine große Chance. Hier kann man alle Türen offen stehen lassen. Es gibt keine Kriminalität. Das ist gut für die Kinder. Der 11-jährige George sieht das anders. Er ist der einzige Junge seines Alters weit und breit und kann es kaum erwarten, bald auf der Hauptinsel in die Schule gehen zu dürfen. Ich freue mich darauf, ein bisschen Ruhe vor meinen Eltern zu haben und ein paar Freunde. Die 13-jährige Maxine hat dieses Problem nicht. Sie trifft ihre Freunde unter der Woche im Internat auf der Hauptinsel und genießt am Wochenende die Zeit mit ihrem Hund und beim Surfen. Ihre kleine Schwester jedoch war nicht restlos begeistert, als vor ein paar Jahren der Umzug auf die abgelegene Orkney-Insel North Ronaldsee anstand. Weißt du noch, als wir umziehen wollten, bist du zu unseren Nachbarn gegangen und hast gefragt, ob du bei ihnen einziehen könntest. Inzwischen ist die 8-jährige Tegan sehr gern hier. Sie hat eine Freundin gefunden und genießt es, dass in ihrer Klasse nur 3 Schüler sind. Beide Familien haben vom Umzug profitiert. Denn auf einer so kleinen Insel gibt es keine Arbeitslosigkeit. Im Gegenteil. Man hat nicht nur einen, sondern gleich mehrere Jobs. George McLean von der Nachbarsfamilie baut die von einem Sturm zerstörte Deichmauer wieder auf. Stein für Stein. Eine rechte Sisyphus-Arbeit. Pro Meter bekomme ich 30 Euro. Damit kriege ich einen vollen Wochenlohn zusammen. Echt ganz gut. Reicht fürs Leben. 400 bis 600 Euro verdient er damit pro Woche. Genug, um die 5-köpfige Familie zu ernähren. Auch die Johnstons sind froh, hier gebraucht zu werden. Mein Partner arbeitet bei den Orkney-Fähren und am Flughafen. Außerdem ist er Feuerwehrmann. Jeder hier hat viele verschiedene Jobs. Das ist eine gute Art, ins Gemeindeleben involviert zu sein. So ist das hier schon seit Jahrhunderten. Billy Muir ist Schäfer nur nebenbei.
Vor allem ist er Leuchtturmwärter. Seit 45 Jahren sorgt er dafür, dass die jahrhundertealte Mechanik sich weiterdreht, dass das Leuchtfeuer immer brennt und niemand Schiffbruch erleidet. Die Linse ist museumsreif. Es ist noch die Originaloptik von 1854. Ein riesiges Uhrwerk hält sie in Gang, gleichmäßig, zuverlässig. Die Mechanik sorgt dafür, dass alle 10 Sekunden ein Lichtsignal ausgestrahlt wird, um Seefahrer vor den Gefahren dieser Insel zu warnen, wenn sie sich North Ronaldsea nähern. Bevor in den 90er Jahren der automatische Antrieb eingeführt wurde, musste man das Uhrwerk regelmäßig aufziehen. Das Lichtsignal in genau der richtigen Taktung zu halten, war Billys Aufgabe als Leuchtturmwärter. Jede Stunde musste man hochklettern und das Drehwerk wieder aufziehen. Immer zur vollen Stunde. Tagsüber haben wir dann die Linse gereinigt, das Paraffin in der Lampe nachgefüllt. Und wenn das Licht brannte, musste man immer wieder pumpen, um den Druck aufrechtzuerhalten. Dass der Leuchtturm genau an dieser Stelle gebaut wurde, hatte einen gewichtigen Grund. Nirgendwo gab es so viele Schiffbrüche wie in den tückischen Untiefen vor North Ronaldsea. Im Schiffswrackregister sind sie alle verzeichnet. In den 160 Jahren, seit der Leuchtturm von North Ronaldsea sein Signal sendet, hat kein Seefahrer mehr hier sein Leben verloren. Darauf ist Billy stolz. Im Westen der Inselgruppe gibt es weniger Riffe und Untiefen. Dafür krachen die Wellen dort ungebremst auf die Küste, mit der gesamten Kraft des Nordatlantik im Rücken. Nun könnte genau das der Schlüssel für eine goldene Zukunft sein, wenn es gelingt, die Kraft des Meeres einzufangen. 3 Meter hohe Wellen sind vor der Insel Hoy ganz alltäglich. Mehr geht immer. Perfekte Bedingungen für die Pelamis, das nach einer Seeschlange benannte Wellenkraftwerk. Einer von 4 konkurrierenden Prototypen, die derzeit auf Orkney getestet werden. Zur Wartung werden die Kraftwerke in einen nahegelegenen Naturhafen geschleppt, denn hier ist die See immer ruhig. Ingenieur Rob und sein Team sorgen dafür, dass die Kraft der Wellen auf hoher See in Strom umgewandelt wird. Die Wellen bewegen die Seeschlange auf und ab. Dadurch pressen Hydraulikzylinder in den Gelenken Öl durch einen Kreislauf. Und dadurch gewinnen wir Elektrizität. Wie in ein riesiges U-Boot kann man in das Wellenkraftwerk hineinklettern. Die Technik innen ist übersichtlich. Rohre und Schläuche für das Öl, Transformatoren und Kabel. Etwa so viel Strom wie ein Windrad produziert diese Maschine im Moment. Am Ende wird der Strom aus dem Kraftwerk über dieses Kabel ins Netz eingespeist. Unter Wasser führt das Kabel ans Ufer. Eine neue Chance für Orkney. Energiekonzerne aus aller Welt lassen hier ihre Wellen- und Strömungskraftwerke testen. Im Europäischen Zentrum für Meeresenergie werden die Daten ausgewertet. Wir haben dieses Jahr eine 19 Meter hohe Welle gemessen. Deshalb wurde dieser Ort zum Testen der Maschinen ausgewählt. Hier herrschen Extrembedingungen. Wenn die Kraftwerke hier in Orkney funktionieren, funktionieren sie überall. So hat das Meer, das die Inseln lange Zeit so unerreichbar und hinterwäldlerisch machte, nun die Kraft, die Orkneys an die Weltspitze der erneuerbaren Energien zu katapultieren. Tausende Arbeitsplätze sollen in den nächsten Jahren rund um die Meeresenergie entstehen. Viele davon für Hochschulabsolventen wie Eileen. Durch das Testzentrum entstehen in dieser abgelegenen ländlichen Gemeinde Arbeitsplätze auch für Leute wie mich, die Orkney fürs Studium verlassen mussten. Sie können nun zurückkehren und interessante, gut bezahlte Jobs im Technologiesektor finden. Das ist wirklich spannend für einen Ort wie Orkney. Außer den Wellen kann auch die Strömung Strom produzieren.
Die Gezeiten sorgen hier für extreme Fließgeschwindigkeiten. Da, wo Atlantik und Nordsee sich treffen, strömt das Wasser mit 14 Knoten, also knapp 30 Stundenkilometern, mit der Ebbe hinaus und mit der Flut wieder hinein. Diese Energie kann man auf verschiedene Art einfangen. Zum Beispiel durch Rotorblätter unter der Wasseroberfläche, die wie bei einem Windrad Strom generieren. Im Gegensatz zum Wind können wir die Gezeiten genau vorhersagen, auf Jahre im Voraus. So können wir genau berechnen, wie viel Strom eine Turbine generieren wird. Noch steckt die Technologie in den Kinderschuhen. Doch in 10, 20 Jahren sollen Meereskraftwerke vor der orkadischen Küste mehr Strom produzieren als ein modernes Atomkraftwerk. Ob das Meer tatsächlich das Energiereservoir der Zukunft ist? Hier in Orkney wird es sich zeigen. Es ist nicht das erste Mal, dass auf diesen Inseln etwas Wegweisendes geschieht. Die wenigsten haben je von ihnen gehört. Und doch gibt es kaum Orte auf der Welt, die uns mehr über unsere eigene Geschichte erzählen können. Diese Landzunge auf der Hauptinsel war in der Jungsteinzeit Kultstätte und birgt erstaunliche Funde aus der Zeit, als unsere Vorfahren zum ersten Mal sesshaft wurden. Die jüngste Grabungsstätte, ein riesiger Komplex, der unter einem Gemüseacker entdeckt wurde. Seit 7 Sommern graben hier Dutzende Archäologen und freiwillige Helfer und werden noch jahrzehntelang zu tun haben. So weitläufig ist diese Tempelanlage aus dem 3. Jahrtausend vor Christus. Minutiös dokumentieren die Helfer jeden freigelegten Quadratzentimeter und jedes Fundstück. Dieser Stein trägt tiefe Gravuren. Darunter befindet sich ein ähnliches Muster, das den ganzen Stein bedeckt. Die Orkney-Inseln waren eines der Zentren der jungsteinzeitlichen Welt. Und der Ness of Brodgar lag im Herzen dieser Welt. Bedeutender geht es gar nicht. Die Landzunge Ness of Brodgar ist eine wahre Fundgrube für Archäologen. Dass sie hier nicht nur Werkzeuge, sondern auch Kunstgegenstände finden, macht diesen Ort so einzigartig. Ausgrabungsleiter Nick Card ist stolz auf eine der weltweit bedeutendsten Sammlungen. Wir sehen hier nur die Spitze des Eisbergs. Unter diesen Mauern liegen noch frühere Bauten. Monumentale Strukturen. Nichts Alltägliches, sondern etwas weit jenseits des häuslichen Lebens. Der Ness of Brodgar erlaubt es den Archäologen, die Geschichtsbücher umzuschreiben. Dass hier neben Siedlungen auch religiöse Kultstätten gebaut wurden, weist darauf hin, dass die Menschen der Jungsteinzeit keineswegs so primitiv waren, wie sie häufig dargestellt werden. Wir haben hier nicht nur Dächer mit steinernen Ziegeln gefunden, sondern auch ein ausgeklügeltes Abwassersystem. Sie hatten Toiletten mit Wasserspülung in den Häusern. Ziemlich außergewöhnlich für die Zeit vor 5000 Jahren. Die prähistorischen Städten in Orkney ziehen Jahr für Jahr mehr Touristen an. 130.000 im Schnitt. Wer sich hier auf Zeitreise begibt, findet auf kleinstem Raum 5 bedeutende Stätten aus der Jungsteinzeit. Eine davon ist der Ring of Brodgar. Ein Steinkreis doppelt so groß wie das berühmte Stonehenge in Südengland und 1000 Jahre älter. Hier blühte eine Kultur, die sich offensichtlich Gedanken um Religion und Kunst machte. Und das, bevor in Ägypten die Pyramiden gebaut wurden. Was davon übrig ist, gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. So auch diese Siedlung etwa 5 Kilometer weiter, die jahrtausendelang unter den Dünen vergraben war. Skara Brae, auch das schottische Pompeji genannt. Julie Gibson ist Chefarchäologin der Orkney-Inseln. Sie führt uns in ein Haus, das die letzten 5000 Jahre fast unbeschadet überstanden hat. Ich zwänge mich hier mal durch. Und hier sind wir im besterhaltenen Haus Europas aus der Jungsteinzeit.
Was mir an diesem Haus so gut gefällt, ist, dass man hier wirklich versteht, wie die Menschen vor 5000 Jahren gelebt haben. Ein großes Kastenbett rechts und ein kleineres links. In der Mitte eine Feuerstelle als Zentrum des Hauses. Und dahinter gegenüber der Eingangstür der Hausaltar oder die Kommode, wie wir es nennen. Alle Häuser im Dorf sind nach dem gleichen Grundriss gebaut. Auf den Kommoden standen Kultgegenstände für die Götter und die Vorfahren. Die Betten waren wohl weich ausgepolstert mit Farnkraut und Fellen. Auf jeden Fall war es in den Häusern warm und gemütlich. Montagmorgen. Die Schulwoche beginnt. Gavins Mutter bringt ihren Sohn zum Flughafen von North Ronaldsay. Auch für Maxon geht es wieder zurück ins Internat auf die Hauptinsel. Für die beiden ist das Flugzeug das einzig mögliche Transportmittel. Die Fähre steuert ihre Insel nur einmal pro Woche an. Billy Muir ist auch früh aufgestanden für seinen Nebenjob als Fluglotse. Auch so kann öffentlicher Nahverkehr aussehen. 20 Minuten dauert der Flug auf die Hauptinsel. Das Schülerticket zahlt die Gemeinde. Es ist mit 9 Euro sehr günstig, denn die EU subventioniert das Leben auf entlegenen Inseln. Nach der Grundschule gehen alle Kinder in die weiterführende Schule von Kirkwall, der Hauptstadt der Inselgruppe mit ihren 6000 Einwohnern. Seit sie 11 Jahre alt waren, sind Maxon und Gavin zur Schule geflogen. Sie sind sehr selbstständig für ihr Alter. Es ist wie ein Bus für uns. Es ist schon fast ein bisschen langweilig, weil wir dauernd fliegen. Jedenfalls ist es nicht mehr so aufregend wie am Anfang. Teil unseres Alltags. Die Propellermaschine gehört auch für Billy zum Alltag. Immer wenn das Motorengeräusch sich nähert, eilt er zur Landebahn. Denn er hilft beim Check-in, ist fürs Gepäck zuständig und außerdem freiwilliger Feuerwehrmann. Die Flugverbindung gibt es seit den 60er Jahren. Dadurch wurde North Ronaldsay besser erreichbar. Trotzdem ist die Bevölkerung der Insel dramatisch geschrumpft. Billy erinnert sich an andere Zeiten. In seiner Jugend gab es hier 3 Dutzend Bauernhöfe, Erntedankfeste und alle paar Wochen einen Tanzabend. Die Bauern waren gleichzeitig auch Fischer und Kaufleute, die Insel dicht bevölkert. Jetzt sind wir nur noch 60, 70 Einwohner hier. Wir mussten unsere Schule beinahe schließen. Nur weil es uns gelungen ist, die beiden Häuser zu bauen und 2 Familien mit Kindern hierher gezogen sind, konnte das verhindert werden. Ja, North Ronaldsay wird überleben. Es hat ja schon seit Jahrtausenden überlebt. Aber wir brauchen Leute, die daran arbeiten. Eines steht fest. Der Zauber der Orkney-Inseln wirkt heute wie vor 5000 Jahren. Wer die abgelegene Inselgruppe mit ihren alten Traditionen, der unberührten Natur und den dramatischen Ausblicken einmal besucht hat, wird bestimmt wiederkommen wollen.